Das Saisonfinale in der zweiten Bundesliga startet. Wir haben den 31. Spieltag, nur noch vier Spiele sind zu spielen. Es wird immer spannender. Heute gibt es mal wieder meine Einschätzungen zu den jeweiligen Partien. Wir haben ein paar Kracher auf jeden Fall dabei. Letzte Woche lief es mal wieder mega, muss man sagen. Mehr als die Hälfte richtig. Fünf Spiele von der Tendenz her. Ja, ging in die äh, richtige Richtung. Alles, was mehr als die Hälfte ist, ist eigentlich immer ganz gut. Kann man so weitermachen und wir gehen direkt rein in die Freitagabendspiele. Da haben wir zum einen Arminia Bielefeld, die auf die Vierter treffen und vielleicht noch nicht ganz gerettet sind. Also Bielefeld muss, 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 muss. So langsam aber sicher mal drei Punkte einfahren. Kräuter Fürth könnte mit einem Sieg den Klassenerhalt schon feiern. Ob sie sich noch anstrengen werden, ich hoffe es, denn ja, das wäre nicht so verkehrt für uns. Trotzdem sehe ich die Bielefelder vielleicht als leichten Favoriten zu Hause, aber in den letzten Spielen haben sie einfach nicht wirklich überzeugen können. Gerade führt das Auswärts dazu auch nochmal ein bisschen schwächer, was bedeutet, dass ich auf ein Unentschieden gehe. 1 zu 1. Denke ich, könnte bei der Partie ganz gut hinhauen. Eventuell gewinnt das aber auch noch die Arminia aus Bielefeld. Ist die direkte Ausstiegshoffnung beim HSV schon verpufft? Theoretisch kann man noch den zweiten Platz erreichen. Es wird aber nicht einfach. Wenn man ehrlich ist, haben sie sich das selber zuzuschreiben. Verloren gegen Magdeburg hat man sich gefragt. Wie ist das jetzt passiert? Und beim SC Paderborn herrscht wieder Euphorie nach diesem 5 zu 1-Sieg gegen Eintracht Braunschweig. Also. Wow, das äh, war Offensivfeuerwerk, wie man es eigentlich in der ersten Saisonhälfte bei den Paderbornern gesehen hat. So langsam kommen sie wieder zurück, also was die Offensivstärke angeht. Für Paderborn geht es in dieser Partie auch um alles, irgendwie noch ranzukommen, an den dritten Platz an den HSV. Das heißt, sie müssen volle Offensive gehen und das Spiel dürfen sie nicht verlieren. Nein, sie müssen es gewinnen, wenn sie noch eine realistische Chance haben wollen. Ja, auf Platz 3 zu landen. Deshalb denke ich schon, dass sie da alles reinwerfen werden. Jetzt äh, müssen sie auswärts ran gegen den Hamburger SV, die ein bisschen angenockt sind. Zu Hause aber letztes Mal gegen Pauli gewonnen haben und ihre Fans im Rücken haben. Deshalb ja, äh, glaube ich schon an ein knappes, umkämpftes 3 zu 2 für den Hamburger SV. Würde mich aber nicht wundern, wenn der SCP. Vielleicht ein paar Punkte mitnimmt. KSC, der Ranmus muss gegen Hannover, 96. Sie haben sich ja ein bisschen die Punkte vom Brot nehmen lassen, gegen Düsseldorf geführt und dann doch das ganze Spiel noch verloren. Es war aber ansonsten kein schlechter Auftritt. Für beide Teams geht es um gar nichts mehr. Eins muss man aber sagen: ein sensationeller Transfer, den die KSC gemacht haben. Lars Stindel kommt wieder zurück in die Heimat von Borussia München Gladbach, ein absoluter Topspieler, der auch noch in der ersten Liga hätte spielen können. Er wollte zurück in die Heimat, Top-Verpflichtung kann man dem KSC nur gratulieren. Hannover hat überzeugt zu Hause gegen die Nürnberger. Beide Teams können frei aufspielen. Ich leg mich jetzt einfach mal fest und sage, dass Karlsruhe vor eigenem Publikum die drei Punkte einfahren wird und 2 zu 0 gewinnt. Kleine Ausstiegsträume hat eventuell auch noch Fortuna Düsseldorf, die ja auch eine neue Innovation reinbringen wollen in Sachen Heimspiele. Kostenlos für alle Zuschauer. Sensationell, wie sie das Ganze dann umsetzen wollen. Bleibt abzuwarten, finde ich klasse. Aber da muss man dann natürlich erstmal gucken, wie das Ganze vonstatten geht. Auf jeden Fall. Werden die Fortuna-Fans wahrscheinlich den Paderbornern die Daumen drücken, dass man irgendwie noch an den HSV rankommt, auch wenn sie beide mit 50 Punkten punktgleich sind, also Düsseldorf und Paderborn. Und man selbst ja seine Spiele gewinnen muss. Sie ziehen sie ja auch, egal wie es läuft. Torreich war es zuletzt gegen den KSC. 3 zu 2. Haben sich nicht unterkriegen lassen, auch wenn sie mal in Rückstand waren. Bei den Kielern hat man ein wenig das Gefühl, dass die Lust und auch die Motivation weg ist, nachdem man eigentlich nicht mehr viel erreichen kann in der Liga. 3 zu 0 verloren zu Hause gegen Darmstadt. Gut ist auch der Spitzenreiter und wahrscheinlich auch Aufsteiger. Aber die letzten Spiele waren eher weniger erfolgreich. Deswegen denke ich, dass die Fortuna das Ding gewinnen wird. Kann vielleicht ein bisschen höher ausgehen. Ich gehe trotzdem auf ein knappes 2 zu 1. Samstagabend Topspiel, die Darmstädter empfangen, St. Pauli. Muss man sagen, wenn sie dieses Ding ziehen sollten am Bölle, dann kann ihnen der direkte Aufstieg eigentlich nicht mehr genommen werden. Letzte Woche. Richtig stark aufgetreten in Kiel. Ich habe es gesagt, beim 3 zu 0. Die Paulianer konnten ebenfalls gewinnen gegen Bielefeld, schnuppern noch so ein bisschen am dritten Platz, müssen halt auch gucken und hoffen, dass der HSV verliert und die eigenen Spiele gewinnen. Alle samt sehe ich in der Partie Pauli nicht chancenlos, aber ja, zu Hause, die werden motiviert sein, lieber Knechten, wirklich Top-Trainer. Wird die Jungs einstellen, dass da nichts zu holen sein wird für die Hamburger und am Ende gewinnt Darmstadt knapp mit 1 zu 0. Kommen wir zu den Sonntagsspielen und dort haben wir einen weiteren Aufstiegsfavoriten, der auf Platz 2 schon einen kleinen Vorsprung hat von 4 Zählern auf den Hamburger SV. Sie immer weiter ausbauen, weil sie keine Fehler machen, sie leisten sich keine Schnitzer. Gewinn ein Spiel nach dem anderen, das ärgert natürlich die Hamburger und auch äh, andere Mannschaften da unten, die wahrscheinlich eh nicht mehr ähm, ja, rankommen können. Also der HSV ist, glaube ich, die, das einzige Team, was vielleicht noch äh, an Heidenheim rankommen könnte. Und äh, Magdeburg ist vielleicht so ein Gegner, der. Ein paar Punkte klauen kann, weil sie ja auch letzte Woche einen wirklich starken Auftritt gezeigt haben gegen den Hamburger SV. Heidenheim, sehr, sehr heimstark, habe ich schon gesagt. Machen wenig Fehler, auch wenn ich Magdeburg nicht komplett abschreiben würde. Aber der Klassenhalt ist in trockenen Tüchern. Für Heidenheim geht es um alles. Obwohl Magdeburg vielleicht jetzt frei ausspielen kann, ist da vielleicht dann der Druck abgefallen und es könnte ja sein, dass sie da, sage ich mal, ein bisschen ihrer Kreativität freien Lauf lassen, Heidenheim ein bisschen ärgern, aber ich äh, gehe trotzdem von einem knappen Heimerfolg aus. 2 zu 1. Spannend geht's weiter mit Nürnberg gegen Kaiserslautern. Die Nürnberger brauchen unbedingt Punkte. Haben sich zuletzt auch nicht mit rumbekleckert bekleckert gegen Hannover 96, 3 zu 0 verloren. Das hab selbst ich nicht kommen sehen. Also, was ist bei den Nürnbergern los? Es lief ja eigentlich am Anfang recht gut, als Hacking übernommen hat, aber mh, ja, genauso wie bei uns, Offensivprobleme, wer soll die Tore machen und generell wahrscheinlich nicht das stärkste Selbstvertrauen. Könnte Kaiserslautern in die Karten spielen, obwohl die ja auch auswärts nicht so stark sind in letzter Zeit. Ich glaube. Fünf Auswärtsspiele ohne Sieg und auch ohne geschossene Tore macht die Partie für mich schwierig zu tippen. Kaiserslautern letztes Spiel gegen uns 1-0 verloren. Sie waren aber nicht die schlechtere Mannschaft. Es hat einfach nur das Tor gefehlt. Sie waren am Drücker gegen Nürnberg. Glaube ich schon, dass da was drin ist, wenn sie wieder Bock haben, sage ich mal, ein paar Punkte einzufahren. Dann am besten gegen Nürnberg. Aber die Nürnberger sind zu Hause auch noch mal ein bisschen sicherer unterwegs. Wo ich jetzt am Ende einfach ähm, ja, zu dem Entschluss gekommen bin, dass es ein 1 zu 1 Unentschieden geben wird. Es kann in beide Richtungen gehen. Das vorletzte Spiel für heute ist auch ein absoluter Abstiegskracher. Eintracht Braunschweig muss ran gegen den letzten Platz aus Sandhausen. Aber der letzte Platz täuscht. Denn was man den Sandhäusern zugutehalten muss, sie haben den Abstiegskampf voll angenommen gewonnen gegen Regensburg das erste sechs Punkte Spiel haben sie es schon für sich entschieden und äh, das ja mit dem neuen Trainer läuft schon richtig gut ich würde sie noch nicht abschreiben ja also die sind gefährlich die sind wirklich gefährlich das äh, muss jeder Braunschweiger wissen die wahrscheinlich auch nicht gerade ja ähm, nach dem 1 zu 5 mit Selbstvertrauen äh, um sich äh, schmeißen trotzdem zu Hause läuft für Braunschweig schon besser unentschieden kann es auch werden aber mein Endergebnis 2 zu 1 für Eintracht Braunschweig kommen wir nun zur wohl mit interessantesten Begegnung und das sage ich nicht nur als Hansa Fan sechs Punkte Spiel im Kampf um den Klassenerhalt unser FC Hansa muss ran gegen Jan Regensburg eins kann man sagen der Druck ist enorm bei beiden Teams, aber die Regensburger sind unter Zugzwang. Wenn sie das Spiel verlieren sollten, dann oh, kann man sich vielleicht schon so halbwegs verabschieden, denn es warten auch noch Heidenheim und der HSV. Ich erwarte eine Regensburger-Mannschaft, die alles reinwirft und wird dementsprechend natürlich nicht. Leicht für unseren FC Hansa, aber wir kommen mit Selbstvertrauen. Zwei Siege, Siegen im Rücken, eine Mannschaft, die sich gefangen hat, die den Abschiedskampf angenommen hat und hoffentlich den Schwung mitnimmt zu Hause im Ostseestadion vor vollem Publikum. Ich lege mich fest, wenn wir dieses Spiel gewinnen sollten, dann können wir eigentlich nur noch über die Relegation absteigen und sind auf jeden Fall von den direkten Abstiegsplätzen gesichert. Natürlich rein rechnerisch noch nicht, aber äh, ich gehe davon aus, dass es dann für uns nur noch um den Relegationsrang geht. Ich bin guter Dinge, die Mannschaft hat es begriffen, Alois Schwarz sowieso der Retter Unseres FC Hansas. Guckt euch einfach mal ja, die zwei, drei Wochen davor an, wie jeder uns schon als Abstiegsmannschaft festgeschrieben hat. Jeder oder keiner hat mehr an uns geglaubt. Oder die wenigsten, sagen wir es mal so, nicht keiner, aber ja, da war nicht mehr viel Hoffnung da. Selbst bei uns Hansa-Fans sah es dann nach dem achten Spiel ohne Sieg auch schon so aus, dass man sich eventuell nur noch mit äh, Rang 16 abfinden muss. Aber. Wir haben es tatsächlich geschafft, die Mannschaft hat es tatsächlich geschafft, Auli Schwarz hat es tatsächlich geschafft, jetzt mal wieder auf einen Nicht-Abstiegsplatz zu springen durch diese wichtigen zwei Siege. Was war das für eine Ab äh, Abwehrschlacht in Kaiserslautern? Also, ja, ein paar Herzinfarkte mehr. Ähm, ja, ähm, aber irgendwie das Ding gezogen. Am Ende redet keiner mehr davon, ob verdient oder nicht. Bei so einem Einsatz, bei so einer komplett 90 Minuten Konzentrationsleistung, fragt dann auch keiner mehr, wie man die Punkte geholt hat. Auf jeden Fall waren es extrem wichtige. Gegen Fürth schon zu Hause, richtig gutes Spiel gemacht, wieder die Null gehalten, zweimal zu Null. Und mit Regensburg kommt jetzt ein Gegner, der absolut angenockt ist. Seit fünf Spielen ohne Sieg. Auswärts das schwächste Team. Gut, wir sind auch das äh, schwächste Heimteam. Aber es läuft da wirklich nicht mehr viel zusammen. Und äh, deshalb ist die Gefahr umso größer, dass sie jetzt vielleicht äh, zuschlagen werden. Also volle Konzentration im Ostseestadion. Sechs, äh, das sechs-Punkte-Spiel einfach für uns entscheiden. Und wir äh, drehen komplett durch. Ich drehe komplett durch, wenn wir das Ganze gewinnen. Aber ja, nicht zu euphorisch sein, nicht zu abgehoben. Mit Ruhe, mit. Ja, Köpfchen und dann äh, kann eigentlich nichts passieren. Wenn sich jeder wieder in die Bälle reinwirft, direkte äh, Präsenz zeigt, dass hier nichts zu holen ist in unserem Ostseestadion, dann äh, kann das auf jeden Fall klappen. Regensburg liegt uns eigentlich ganz gut, muss man sagen. Im Hinspiel 3 zu 0 gewonnen. Prüger hat dort zwei Dinger gemacht. Sonst auch äh, die Nebelschlacht von Regensburg. Also, das ist eigentlich ein gutes Omen. Für die nächsten drei Punkte. Ich, oh, das wäre so schön. Es wäre so schön. Vogue könnte vielleicht in die Startelfe zurückkehren. Simon Rhein fällt aus. Gut, der war zuletzt jetzt auch nicht Stammspieler. Ingelsson leider immer noch nicht dabei. Wäre wichtig, wenn er zurückgekommen wäre. Ich habe gelesen, dass bei den Regensburgern Zwei Stammaußenverteidiger ausfallen. Ich glaube gelb oder rot, ja gelb rot gesperrt. Und das äh, spricht eigentlich für Tore. Da muss, wenn sage ich mal, die nicht die Stamm kette bei Regensburg spielt, da muss auf jeden Fall volle Pulle nach vorne gespielt werden. Ich, ich weiß nicht. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe einfach ein gutes Gefühl. Ich hab's ja irgendwie im Kopf, dass das ein 3 zu 1 Heimsieg wird und dann liegen wir uns alle in den Armen und nach ja, diesen wirklich schlimmen Wochen den dritten Sieg in Folge einfahren, das wäre schon wirklich sensationell. Um Regensburg irgendwie, sage ich mal, auf Abstand zu halten, wäre auch ein Unentschieden okay, dass sie einfach nicht an uns vorbei rutschen können. Nur mit einem Sieg der Regensburger würden sie uns einholen, weil sie das bessere Torverhältnis haben. Deshalb könnte ich mich auch noch mit einem Unentschieden anfreunden, eigentlich nicht, aber in diesem Fall Kommt halt immer auf, Spiel, auf den Spielverlauf an. Ne? Am besten nicht irgendwie was Unnötiges mit Foulen oder so provozieren. Und dann äh, das Ganze einfach gewinnen, bzw. nicht verlieren. Es ist machbar, aber Regensburg darf man nicht schmälern. Die haben immer gute Leistungen gezeigt, obwohl sie jetzt zuletzt gegen Sandhausen auch das erste Sechs-Punkte-Spiel schon verloren haben. Deswegen gehe ich einfach davon aus, dass sie auch gegen unseren FC Hansa... In kürzeren ziehen werden. Wenn die Tipps wirklich so eintreffen sollten von mir, dann sieht die Tabelle so aus. Unser FC Hansa springt tatsächlich auf Tabellenplatz 14. Das hätte man vor drei, vier Wochen überhaupt nicht für möglich gehalten. Muss man ganz ehrlich sagen, man würde jetzt auch noch an Nürnberg vorbeiziehen aufgrund der geschossenen Tore. Wäre also wichtig, wenn man da auch wirklich ein, zwei Dinger macht gegen Regensburg. Bielefeld auf Platz 16, auf 17 und 18. Punktgleich haben wir dann Regensburg und Sandhausen. Das soll es gewesen sein vom 31. Spieltag. Ich wünsche euch allen ein schönes Fußballwochenende. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr denkt zu den jeweiligen Spielen, wie sie ausgehen, eure Einschätzungen. Und dann kann ich nur noch sagen: volles Ostseestadion. Hoffen wir auf drei Punkte, dass wir dieses Sechs-Punkte-Spiel für uns entscheiden. Es wäre so wichtig. Ja, Spannung pur. Macht's gut. Bleibt stabil. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal.